Die Mächte dieser Erde in Deutsch Teil 2. Und wo sind jetzt die verdammten Aliens? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber ich habe auf jeden Fall schon mal was in the skies gesehen hier in Mexiko. Lügen Sie uns darüber an, was außerhalb der Atmosphäre liegt? Sagen wir zum Beispiel die NASA. Stichwort. Aber sie haben niemals die großen Geheimnisse des Universums offengelegt, weil sie verdammt nochmal überhaupt gar nicht wollen, dass du sie kennst. Dass er schlussfolgert, dass das eine Simulation wäre. Es wäre eine holographische Simulation. Exakt dasselbe habe ich auch gesagt. Okay. Warte mal jetzt ganz kurz, warte. Was wäre, wenn es für den Menschen ein Headset geben würde, das alle fünf Sinne bedient und nicht nur einen? Und die einzige Möglichkeit, dieses Headset auszuschalten, wäre über dein Bewusstsein. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns den zweiten Teil ran von David Icke. Ich weiß, der heißt David Icke, aber ich als Deutscher habe manchmal so meine Probleme mit dem Pronouncen bei englischen Geschichten, deswegen nenne ich ihn David Icke. Die Mächte dieser Erde in Deutsch Teil 2. Ich küsse eure Zirbeldrüse, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Geht jetzt hier um Aliens, glaube ich. Und ist auf jeden Fall auch eine spannende Recherche, deswegen gucken wir uns das jetzt an. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, habe ich das schon gesagt? Ja. Weiß ich nicht, aber egal. Auf jeden Fall geht der Peter jetzt los. Und los. Da gibt es so einen Kerl, der heißt Fermi, nachdem das Fermi-Paradoxum benannt wurde. Und er hat in den Nachthimmel geguckt. Was nicht überraschend war, und er sagte... Wo sind die verdammten Alien? Da sind alle diese Lichter und alle diese Planeten. Sie reden von Milliarden von Sternen, Milliarden von Planeten und Milliarden von Universen und was auch immer. Und wo sind jetzt die verdammten Aliens? Wo sind sie, Chat? Sag's mir, Bro. Ich sag dir so, wie es ist, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber ich habe auf jeden Fall schon mal was in the skies gesehen hier in Mexiko. So. Ich habe was gesehen, was definitiv nicht menschlich war. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Ich habe da ein Flugobjekt gesehen, was definitiv nichts mit irgendwelchen menschengebauten Kram zu tun hat. So, weißt du, es war einfach unfassbar. Bis heute kriege ich diese Bilder nicht aus meinem Kopf raus. Chat, Umfrage an euch. Was denkt ihr? Erste Frage, gibt es Lebewesen außerhalb der Erde, ja oder nein? Eins für ja, zwei für nein. Wenn Sie eine Simulation erschaffen und dein Ziel ist es, dass niemand etwas davon mitbekommt, weil du es behalten möchtest... Und die Menschen sind nur dein Vieh, wie auf einer Energiefarm? Oh shit, miese Theorie hier, was er gerade aufstellt. Aber ich will noch weiter fragen. Okay, also die meisten Leute glauben auf jeden Fall, dass es Leben gibt außerhalb der Erde so. Glaubt ihr, die leben unter uns? Eins. Glaubt ihr, die waren schon mal hier und sind immer noch da? Eins. Meine persönliche Sicht der Dinge ist, dass ich glaube, dass wir Menschen... dass wir nicht 100% von dieser Erde hier sind. Das ist auch eine Theorie, das kann ich natürlich nicht belegen oder beweisen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich einfach uns vergleiche mit anderen Lebensformen hier auf der Erde, wir sind die Einzigen, die anders sind. So, wir sind die Einzigen, die nicht im Einklang mit der Natur leben. Wir sind die Einzigen, die dem Planeten eher schaden als gut tun. So. Und das liegt natürlich daran, dass wir getrennt wurden. Wir haben früher mal in Verbindung mit der Natur gelebt. Aber es kann eventuell auch möglich sein, dass wir eventuell Genetik in uns haben oder DNA haben, die nicht von diesem Planeten stammt. So. Und ich kann mir das wirklich vorstellen, weil wir haben als Menschen auch einen krassen Sprung gemacht ab irgendeinem Punkt. Und es kann sein, dass Wesen von anderen Planeten sich mit uns gemischt haben oder an unserer DNA rumgedoktert haben oder was auch immer. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Ja? Nennt mich Schwurbler, nennt mich... Aluhut, nennt mich was ihr, Mystiker, was auch immer ihr wollt, so. Ich kann mir das vorstellen. Das heißt nicht, dass es so ist, aber ich kann es mir vorstellen, so. Ja. Und wenn nicht, dann bin ich vielleicht eine Ausnahme. Vielleicht bin nur ich ein Alien. Dann willst du keine Interaktion mit der Außenwelt. Mit der Außenwelt, die deine Sicht auf das, was vor sich geht, erweitern könnte. Was du willst, ist, dass ich in den Nachthimmel schaue und mich allein und unbedeutend fühle. Darum geht's, deswegen ist das da. Und was manipulieren sie? Darüber sprechen wir jetzt. Sie manipulieren unsere Wahrnehmung. Okay.
Lügen Sie uns darüber an, was außerhalb der Atmosphäre liegt? Sagen wir zum Beispiel die NASA. Stichwort? Die unglaublich stark vom amerikanischen Steuerzahler finanziert werden und die kaum etwas vorzuweisen hat, außer dass wir zum Mond geflogen sein sollen, mein Gott, das ist 50 Jahre her. Angeblich. Und sie behaupten, die Technologie zerstört zu haben und können das nicht nochmal machen. Fühle ich. Und ganz speziell, die NASA ist ein Unternehmen, dem ich nicht ein Wort traue von dem, was sie da sagen. Es ist einfach zu wenig, was sie uns zeigen. Ja, die NASA ist ja eigentlich ein Resultat, ein Ergebnis von Nazi-Wissenschaftlern. Ein Adlerrennen im Wesentlichen, richtig? Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es ein Projekt mit dem Namen Paperclip, also das ist heute sehr gut dokumentiert. Ja, stimmt. MK Ultra auch, ne? Wo die Amerikaner, also der amerikanische Ausdruck des Kultes, dieser Kult hat keine Grenzen, er ist für den öffentlichen Konsum bestimmt und organisiert durch etwa 1600, wahrscheinlich viel mehr, aber wir wissen von 1600 Nazi-Wissenschaftlern aus Deutschland nach Amerika gingen. Ja, und die haben die NASA gegründet, man müsste sie eigentlich Nazi nennen. Also es waren wirklich buchstäblich Nazis. Ja, sicher, einer von ihnen war Werner von Braun. Er hat die V2-Rakete designt, die man dann ja auch auf London abfeuerte. Dann ging er nach Amerika und hat dabei... Aber ja, ey, stimmt, die haben auf jeden Fall einige Nazis rekrutiert damals, nachdem Hitler gestürzt wurde, Deutschland eingenommen wurde, da haben die Jungs innen, die den Amis nützlich sein könnten, einfach rübergeholt und dann haben die in Amerika weiter geforscht an den ganzen Sachen. Geholfen, die NASA mit aufzubauen. Und er designte die Saturn-Mond-Rakete, die Apollo-Mission, richtig? Er ist ein gutes Beispiel dafür und er war ein Nazi. Ja, es gibt da keine Grenzen und die Rockefeller haben die Nazis finanziert. Also da sind keine... Auch Facts. Muss man nur mal ein bisschen in die Recherche reingehen, dann wird man das merken, dann wird man das sehen. So, weißt du, die Nazis hätten niemals alles durchziehen können, was sie durchgezogen haben, ohne Unterstützung von der Wall Street, von den Leuten, die Gelder gesteuert haben damals. Grenzen, dass die USA sie bekämpft haben, ist nur in den Köpfen der Leute, richtig? Ja. Okay, das ist jetzt miese Recherche, Digga. Leute sollen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, das ist, was es ist. Die NASA ist niemals hingegangen und hat uns etwas erzählt über die Leute, die für sie dort arbeiteten. Vielleicht von einem oder zwei wissen wir. Aber wir wissen nichts über den inneren Circle. Und oft wurden ihre Karrieren beendet, bevor sie in den Ruhestand gingen. Aber sie haben niemals die großen Geheimnisse des Universums offengelegt, weil sie verdammt nochmal überhaupt gar nicht wollen, dass du sie kennst. Er knallt schon einiges raus, der Cousin, ne? Ich rede über den inneren Kern, der die NASA kontrolliert. Ich habe jetzt gedacht, der redet von dem inneren Kern der Erde. So völlig kontrolliert. Ich glaube, es war 2017, da war ein NASA-Computerwissenschaftler. Ich glaube, er ging dann auch bald irgendwann da raus, in den Ruhestand, er hieß Rich Tyrell. Er wurde in den Medien vorgestellt und er sagte, dass er schlussfolgert, dass das eine Simulation wäre. Es wäre eine holographische Simulation. Exakt dasselbe habe ich auch gesagt. Kurz nach dem Millennium. Okay. Warte mal jetzt ganz kurz. Warte. Sagte, dass er schlussfolgert, dass das eine Simulation wäre. Es wäre eine holographische Simulation. Exakt dasselbe habe ich auch gesagt. Bruder, jetzt geht der einen drüber, der Icke, ne? Was für eine Simulation, Bro. Das sagen doch die Flachis auch, oder nicht? Flachis sagen doch auch teilweise, dass der Himmel nur eine Dings ist hier. Wie heißt das? Eine Simulation. Ein Hologramm. Bro. Sonja, Digga, ja, so ist es. Er hat recht. Truman Show. Es sieht einfach zu krass aus, Bro. Nein, Mann. Der Scheiß ist echt. Erzähl mir keinen Müll. Der Himmel ist auf jeden Fall echt. Ich fühle das doch. Ich kann doch einiges fühlen, Mann. Ich weiß genau. Der Himmel ist echt. Der Mond ist auch echt. Der Mond hat auch eine echte Energie, keine projizierte Energie, das ist kein Hologramm oder so. Du kannst den fühlen, wenn du ein bewusster Mensch bist. So. Nee, Digga. Es ist definitiv echt. So. Und mit diesem Videogame und Hologramm habe ich auch gesehen, Kianos hat das auch erzählt im Talk mit den Jungs, ne? Mit diesen, wie heißen sie? Mit diesen Mert und Rohat und so, dies, das.
mit Game und Simulation und so. Ich glaube, diese Wörter wie Game und Simulation und so, die machen das unverständlich, was man eigentlich damit meint, so, weißt du? Weil ich verstehe, was die Leute damit sagen wollen. Er hat es ja auch gesagt. Für mich persönlich ist es aber trotzdem ein Teil der Realität. Wenn du sagst Spiel oder Game, dann ist das so, als ob das nicht echt ist. Aber es ist echt und das müsst ihr verstehen. Auch alle Leute, die wirklich denken, dass wir in einer Simulation leben. Es ist echt, aber es ist nicht die ganze Realität. Es ist ein Teil der Realität, aber vergesst das nicht. So, weil ich glaube, mit diesen Gedanken, wenn man wirklich denkt, dass es ein Videospiel ist oder was auch immer, dann kann man ein bisschen verrückt werden auch, weißt du? So, also geht da nicht zu tief rein, weil am Ende des Tages ist das, was wir hier gerade erleben, ein Teil der Realität. Es ist vielleicht nicht die ganze Realität. Es fehlt eventuell noch was, beziehungsweise es gibt Dinge, die wir nicht sehen können, in verschiedenen Lichtbereichen und Frequenzbereichen und auch nicht hören können. Aber das heißt noch lange nicht, dass das, wo wir hier leben, fake ist. So. Kurz nach dem Millennium. Als Schlussfolgerung, dass es nicht natürlich sein kann. Und wenn es nicht natürlich ist, dann muss eine Intelligenz es erschaffen haben. Ja, das ist diese dämonische Kraft, von der wir hier reden. Was ist mit Gott, der Schöpfer? Also, Sie haben einen Körper, der die Simulation dekodiert in eine Realität, die uns auf eine Art und Weise erscheint, aber mit nichts vergleichbar ist. Hier eine Analogie dazu. Was ich gesehen habe, ist so offensichtlich, als die Jahre so... Ich finde es halt trotzdem geil, ihm zuzuhören und mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und dann einfach mein eigenes Feeling, was ich fühle, einfach was wie man das ausdrücken könnte, so dass es mein Verstand oder für mein Herz Sinn macht, so ergänzt man halt dann, weißt du? Ich mag es trotzdem, mich mit solchen Leuten zu unterhalten und ich würde auch niemals, keine Ahnung, Leute irgendwie als dumm abstempeln oder irgendwie, weiß ich nicht, oder sagen, ich höre dem nicht mehr zu oder weißt du, was ich meine? Ich bin trotzdem so, dass ich gerne mich mit solchen Sachen auseinandersetze und dann, weil es regt mich auch an, auszusprechen, was aus mir rauskommt, so. Weißt du? Das ist geil. Dass diese Explosion von Technologie die komplette Gesellschaft übernommen hat und lasse es jetzt durch künstliche Intelligenz, AI, ausführen. Und diese ahmt künstlich nach die Art und Weise, wie wir Realität verstehen und was Realität ist, die Realität, die wir erleben. Wie wirken sich die virtuellen Spiele auf unsere Realität aus? Nun, sie setzen eine virtuelle Brille auf, unsere fünf Sinne, die Augen. Du setzt dir die Kopfhörer auf. Unsere fünf Sinne hören. Du ziehst die Handschuhe an. Unsere fünf Sinne das Fühlen. Und so weiter. Sie überschreiben und hacken sich in unsere fünf Sinne des menschlichen Wahrnehmungssystems. Was mit unserem Gehirn kommuniziert und sich daraus ein Realitätssinn ergibt. Da bin ich wieder gerade voll drin, ne? Da bin ich gerade voll bei ihm so. Dass sie sich da reinhacken. Aber sowas von. Und das ist uns allen eigentlich, also sollte uns allen irgendwie bewusst sein auch, dass sie uns hacken. So. Die können dich schon hacken mit einem Song. Du musst dir überlegen, wir sind programmiert, alle. So. Und die können, wenn die wollen, uns gewisse Messages in unser Gehirn reindrücken, ohne dass wir es überhaupt merken. Auf dieselbe Art und Weise, wie wir sind. Hast du die Dinger mal getestet? Die sind absolut unglaublich. Du bist wirklich, also es dauert ein paar Sekunden, aber dann bist du vollkommen in dieser anderen Welt. Du vergisst vollkommen die Realität um dich herum. Du bist dann da drin. Jetzt, genau, weißt du, das ist ein sehr interessanter Kommentar, aufgrund, was ich sagen wollte. Und je anspruchsvoller und fortschrittlicher sie werden, und umso mehr wir uns diesen Dingen annähern, umso näher kommen sie an unseren Realitätssinn. Und irgendwann wird es so sein, als hätten wir gar kein Headset an. Geht das? Bro. Sorry, ich will nicht so auf Stopp machen, aber der macht, da hat er wieder Real Talk gemacht. Auf das zurück, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Menschen heute glauben, wir wären technologisch fortschrittlicher denn je, aber dass es vor Tausenden von Jahren vielleicht mal etwas viel Fortschrittlicheres gab, das können wir uns, glaube ich...
heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, genau, und da sprechen wir drüber, wenn ich mit diesem Teil über das Biologische fertig bin, okay? Also ist das wirklich natürlich? Wer hat das gesagt? Also was haben wir wirklich mit diesen virtuellen Spielen? Wenn Sie ins Internet gehen, da gibt's eine Menge davon. Und Sie suchen nach einer Zusammenstellung über die Reaktionen der Leute. Die müssen noch nicht mal die Handschuhe oder die Kopfhörer anhaben, nur die virtuelle Brille. Und sie fangen an zu schreien oder fallen einfach um, fangen an zu hüpfen und was sie auch alles machen. Ihre Realität wird vollständig von dem vereinnahmt, was da aus der virtuellen Brille herauskommt. Aber dann machen sie das hier. Oh, nur ein Spiel, richtig? Nun, was ist dieser biologische Computer? Was wäre, wenn es für den Menschen ein Headset geben würde, das alle fünf Sinne bedient und nicht nur einen? Und die einzige Möglichkeit, dieses Headset auszuschalten, wäre über dein Bewusstsein. Oh, der hat recht. Was passiert, wenn du diese Realität verlässt? Du stirbst. Genau. Du bist im Mutterleib und dein körperlicher Biocomputer ist sich am entwickeln, dann wirst du geboren und dann sind da deine Eltern mit virtuellen Brillen auf dem Kopf. Und deine Geschwister, sie tragen auch die Brillen. Und du gehst in die Schule, deine Lehrer haben die Brillen an. Und all deine Mitschüler haben die Brille an. Und du schaltest den Fernseher ein, da liest einer die Nachrichten vor mit so einem verrückten Headset auf dem Kopf. Und dann gehst du in die Arbeitswelt und alle haben diese verrückten Headsets auf und glauben, sie wären in der Realität. Also wenn du dieses Headset aufhast, dekodierst du die Matrix kontinuierlich und verlässt diese Welt. Und du machst eine Erfahrung, wo du deinen Körper verlässt. Du bist in einem anderen Bereich der Physik, weil das nicht mehr funktioniert. Du fängst wirklich an zu glauben, Brian, und du bist davon überzeugt, geh auf die Spielezusammenstellungen im Internet. Ich finde, die machen das gerade ein bisschen verwirrt alles gerade so. Er hat gesagt, stell dir jetzt vor, du bist in deinem Körper, ne? Und es gibt eine Brille, die ganze Zeit deine Sinne kontrolliert und so. Also, für mich persönlich, in meinem Kopf ist es gerade wie wenn du aufwachst. So. Meiner Meinung nach musst du nicht sterben, um die Realität oder was wirklich passiert zu sehen. Sondern du musst versuchen, dich zu entkoppeln von den ganzen Programmen, die in dich reingeschrieben wurden. So. Quasi aus der Matrix ausbrechen. Und dann lebst du das Leben anders, dann siehst du das Leben anders, dann kann das genauso sein, wie er eben beschrieben hat, wenn du mit einer VR-Brille da sitzt und zockst und dann die Brille abnimmst auf einmal so. Dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall, umso bewusster ich geworden bin, weißt du? So, umso mehr Programme ich selbst aus mir rausgeholt habe, umso weniger ich mich mit diesem ganzen Matrix-Scheiß zumülle. Also, irgendwelche Sportevents, Digga, den ganzen Tag die Musik von der Matrix mir reinzuziehen, die Filme der Matrix zu gucken, die Videos zu gucken, sondern einfach anfange, mich mit Bewusstseinsthemen auseinanderzusetzen, anfange, mehr zu meditieren, mehr zu beten, mehr Naturconnection, mehr mit mir selber sein. Also halt ausbrechen aus dem, was normal ist, seitdem ich klein bin. So. Umso mehr kannst du sehen, was eigentlich wirklich passiert, weißt du? Umso mehr bist du entprogrammiert, dazu musst du nicht sterben. So. Ich glaube natürlich, wenn du stirbst, dann wirst du nochmal eine andere Ebene eventuell realisieren so. Und dann wirst du nochmal Dinge sehen, das ist auch wie ein Aufwachen. Und dann wirst du nochmal Dinge erfahren, die anders sind als auf dieser Erde hier in dieser menschlichen Erfahrung. Aber ich glaube, du kannst auch hier in der menschlichen Erfahrung die ganze Zeit in einem Traum leben und nicht sehen, was eigentlich wirklich die Erfahrung bedeutet so. Weil du die ganze Zeit wie so ein NPC einfach programmiert durch die Welt läufst. Und gar nicht dich selbst unter Kontrolle hast, sondern andere und Programme dich steuern, Digga. Weißt du, wie ich meine? So. So. Keine Ahnung, ob das Sinn macht für euch, aber das habe ich gerade gefühlt. Du fängst an zu glauben, dass die Realität so ist, wie sie zu sein scheint. Und was man dir darüber erzählt hat, das ist die reale Welt. Obwohl es eigentlich nur ein Dekodierungsmechanismus ist. Die Menschen sagen, dass Biologische ist das Natürliche. Okay, wir sind natürliche Körper und natürliche Bäume und all die Dinge. Ich will nicht behaupten, dass es das nicht geben würde in einer anderen Realität. Aber das ist eine Kopie, eine schlechte Kopie, wie die Gnostiker es in ihren Dokumenten beschrieben haben. Das ist eine schlechte Kopie der primären Realität, wie der Garten Eden. Und dann bekamen wir eine andere Version, in der wir jetzt leben.
Und man belügt uns. Der Garten Eden, das ist jetzt wirklich interessant. Wer betrügt? Wer hat sie ausgetrickst? Die Schlange. Was ist das Symbol einer Schlange? Ich habe mit Christen gesprochen und sie gefragt, glauben sie wirklich, da hat eine Schlange gesprochen? Das ist alles Symbolik, alles Symbolik. Und dann sagst du, nun, was ist denn dann passiert? Was hat sie in die Falle gelockt? Okay. Was wäre, wenn sie Gut und Böse gesehen haben? Was ist das? Polarität. Polarität. Die gesamte Simulation ist Polarität. Im Grunde ist es ein elektrisches System. Es ist ein elektronisches, elektromagnetisches System. Also auf der Ebene, auf der wir uns hier befinden. Der Rest ist Plasma auf dieser elektrischen Ebene. Und Elektrizität erfordert Polarität, plus minus. Und was passiert ist, sie versuchen die Bevölkerung dazu zu bringen, auf die wechselnde Polarität zu reagieren. Ich habe einmal gehört, wie sie beschrieben haben, diese Welt befindet sich im Ungleichgewicht. Ungleichgewicht, genau. Was wir brauchen aus meiner Sicht, ist ein verrückten Fingerschnips und dann befinden wir uns vielleicht woanders. Was hier passiert, Position halten, Zwang, Polarität, Widerstand gegen die Positionierten, Polarität. Oh, jetzt haben wir ein elektrisches System. Wir brauchen keinen Widerstand. Wir müssen einfach nur sagen, nein, das tun wir nicht. Wir kooperieren nicht und dann klatschen sie mit einer Hand und dann haben sie die Polarität da rausgenommen. Dann fällt alles zusammen. Das System, das beide Dinge zusammenhält, verstehen Sie? Das ist krass, Mann, weil ich finde das Powerfulste, was der Bruder in diesem Interview gesagt hat, für mich persönlich war diese Metapher für diese dämonische Welt, dass die dämonische Welt quasi auf dieser Welt nur so eine krasse Macht haben kann oder so Überhand nehmen kann, wenn wir Menschen niedrig schwingen, weil nur auf der Frequenz können wir dämonische Sachen überhaupt zulassen. Weißt du, wie ich meine? Nur so können die einen Zugang finden zu dieser Welt hier, die teuflischen Dinge. Wenn wir hoch schwingen, dann können die in uns nicht reinkommen, weil wir auf einer anderen Frequenz unterwegs sind, so, weißt du? Das war so powerful. Und das ist auch das, was er gerade sagt. Wir sind im Ungleichgewicht, aber es liegt daran, weil wir zu viele niedrig schwingende Menschen auf der Erde haben. Und ich glaube, wenn wir eine gewisse Schwelle erreicht haben an hochschwingenden, positiven, liebenden, göttlichen Menschen, haben die dämonischen Energies nicht mehr so eine Chance, Digga. Weißt du? Haben die nicht. Und das ist halt eine sehr wichtige Sache, yo. Israel und die Hamas sind Polarität in einem elektrischen System. Und die Menschen, die Zivilisten auf beiden Seiten tragen die Konsequenzen, überall wo man hinschaut. Es ist Polarität. Und was ich den Leuten gesagt habe, ist, dass die natürliche Welt natürlich ist und die biologische ist natürlich. Jetzt gerade verstehe ich nicht, auf was der gerade raus will mit dieser Polarität, Digga, sag ich dir ehrlich. Womit können Sie das vergleichen? Ja, wir können es vergleichen mit der Technologie. Und woher weißt du, dass das Biologische keine weitaus fortgeschrittenere Version der Technologie ist? Und woher weißt du, dass du nichts dagegen haben kannst, es sei denn, du hast etwas aus solidem, purem Gold, von dem du weißt, es ist unwiderlegbar, natürlich, weil sie nichts haben, mit dem sie es vergleichen können. Wenn sie es nur mit Technologie vergleichen können, die es natürlich aussehen lässt, diese Sekte im inneren Kern, sie wissen natürlich, dass es im Grunde nicht natürlich ist. Und sie behandeln es als eine Form der Technologie, um damit die Biologie zu behandeln. Du weißt, dass du einen Traum hast, aber du weißt nicht, dass es ein Traum ist. Du wirst emotional und mental von dem Traum beeinflusst. Du weißt schon, ein Albtraum ist ein klassisches Beispiel, von dem ich hier rede. Aber hattest du einen dieser Träume? Ich hatte viele davon. Du hast einen Traum und du weißt, dass es ein verdammter Traum ist. Nun, was passiert? Du bist nicht mehr emotional und mental davon betroffen, weil du der Beobachter bist. Du bist der Beobachter, weil du weißt, es ist ein Traum. Du machst Dinge auf eine ganz andere Art und Weise. Du weißt schon, Träume vom Typ Kampf oder Flucht, von denen ich aus irgendeinem Grund viele hatte. Ich denke, es ist normal für Kampfsport. Aber für einen selbst wirkt alles so passiv. Ja, warum auch immer das passiert, aber du weißt, es ist nicht real. Bin raus, ich auch irgendwie. Der hat mich gerade ein bisschen verloren. Ja, eine völlig andere Einstellung. Völlig anders. Als hätte man eine Erleuchtung, nehme ich an. Exakt. Du fängst an, es zu verstehen. Also, ich weiß schon, was die meinen, aber Wenn du in dieser Realität lebst, dann bist du auch in dieser Welt. Weil während du in deinem Körper bist, fängt dieser an, diese Matrix zu dekodieren, von der er glaubt, das ist die Realität, die du gerade erlebst.
Ja, okay, jetzt komme ich gerade wieder rein. Psst, aber dein Bewusstsein weiß, es ist ein Traum, es ist eine Illusion. Und je mehr es zu... Was ist ein... Ey, ich würde gerne dabei sein, gerade im Gespräch so. Weil ich finde teilweise die Ausdrucksart und Weise, der sagt das falsch, weißt du? Wenn du erwachst, wenn du immer mehr verstehst, was eigentlich Realität bedeutet, also umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du, dass viele Sachen nicht real sind und dass viele Sachen nur im Kopf passieren. Das heißt aber nicht, dass es gar keine Realität gibt und dass alles einfach nur ein Traum ist, Digga, weißt du? Aber die meisten leben extrem viel in ihrem Kopf, nur in den Gedanken und Szenarien und was auch. Die sehen gar nicht, was eigentlich wirklich passiert. Wenn du ein bewusster, aufgeweckter Mensch bist, so. Bewusste, aufgeweckte Menschen, Leute, die es geschafft haben, Programmierungen rauszuholen, bewusster zu sein, sehen das Gleiche. Dass wir das unterschiedlich sehen, liegt nur daran, weil unsere Filter und unsere Programme, die wir drin haben, also dass alles, was wir sehen, durch diese ganzen Filter durchgeht. Wenn du diese Filter auflöst, dann siehst du das Gleiche wie jeder. Alles ist das. Dann sind wir im Endeffekt alle gleich. So, dann merkst du, dass alles miteinander zusammenhängt und dann merkst du auch, dass es Gott geben muss. Dann merkst du, dass alles Bewusstsein ist im Endeffekt, so weißt du. Aber es ist halt dann immer noch, du bist halt dann immer noch da, ne? Und es ist dann die Realität, die du siehst. Es ist dann kein Traum. So, und es ist auch kein Videospiel, es ist auch kein nichts Programmiertes oder so. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Also teilweise glaube ich einfach, dass, also ich habe da andere Erkenntnisse wie er, oder ich würde das anders ausdrücken. Einem Teil von dir wird, nicht zu einem Konzept, sondern zu einem Teil von dir. Gib dir mehr von ihm, er hat krasse Interviews. Ja, vielleicht gebe ich mir mal noch ein bisschen mehr. Es ist halt immer so, manchmal versteht man Menschen, manchmal versteht man nicht so gut. Vielleicht drückt er sich auch gerade ein bisschen anders aus, vielleicht hat er ein bisschen selber den Faden verloren, man weiß nicht. Desto mehr wird dein Leben, nicht total, weil du weißt, dass das konstante emotionale Auswirkungen auf den Menschen... Das Ego ist der Traum, würde ich sagen. So, hast die vier Versprechen gelesen, wa? Wer von euch hat die vier Versprechen gelesen von Don Miguel Ruiz? Da reden die auch vom Traum. Aber im weitaus größerem Maße wirst du zum Beobachter des Traums. Und Dinge, die dich früher beeinflusst haben, das Drama. Oh mein Gott, schau dir das mal an, was passiert denn da? Oh! Und dann noch der Übersetzer, ist so. Du hast losgelassen. Du beobachtest es. Du weißt, das alles ist ein Blödsinn. Yo, Digga, was für ein geiler Scheiß, Digga. Auch anstrengend, aber geil. Ist gut zum Reflektieren. Feier ich. Ich muss mir auf jeden Fall privat nochmal ein englisches Video von ihm reinziehen, Mann. Ein Original-Interview. Krasse Scheiße. Gutes Ding auf jeden Fall. Gut, dass wir das noch zu Ende geguckt haben. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.